Mit der Erkenntnis, dass im Nullaxialkegel die Eigenbewegung des Teilchens aufgrund des Zentrifugalkraftfeldes gleich der Radialgeschwindigkeitskomponente der Strömung ist, kann man die Trennkorngröße dt berechnen. Berechnung der Trennkorngröße dt. Und diese Herleitung mache ich aber erstmal für einen Aerozyklon und werde dann einfach das übertragen auf den Hydrozyklon mit den Grenzkornflächen. Also Berechnung der Trennkorngröße dt beim Aerozyklon. Zwischendurch werden wir aber noch Aussagen für konstruktive, günstige Formen auch finden. Was haben wir gesagt? Hier in dem Nullaxialkegel muss ja WR gleich VZ sein. Das habe ich mit der gleich langen Pfeillänge gekennzeichnet. Die Durchströmung ist gleich der Eigenbewegung und genau deswegen bleibt das da an Ort und Stelle. Ja, wie können wir die Radialgeschwindigkeit beim Aerozyklon beschreiben? Haben wir ja hier. Die Radialkomponente ist V-Punkt Luft durch 2πRI, 2πRI mal verlängerte Tauchrohrhöhe, haben wir uns formuliert. Was ist VZ? Da haben wir vorher drüber nachgedacht. Für ein kleines Grenzkornteilchen und was hatten wir gesagt? 5 Mikrometer, das ist schon ziemlich klein, ist das dp, jetzt ist das mein Trennkornteilchen, dt Quadrat mal Delta Rho durch 18 Eta mal a. Und a hatten wir schon als Zentrifugalgeschwindigkeit formuliert, wu Quadrat durch r. Wo ist das Trennkornteilchen? Wir haben für den Aerozyklon gesagt, das ist in etwa beim Radius RI. Also brauche ich das jetzt hier nicht so allgemein beschreiben, sondern kann schon sagen RI. Gut, jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu vereinfachen. Es geht uns um das Trennkornteilchen dt. Wir sehen erstmal, dass auf beiden Seiten der Gleichung durch RI ist. Das ist also jetzt völlig uninteressant. Können wir also sagen, mal RI ist die eine Sache, damit ist es aufgehoben. Und jetzt müssten wir hier durch 18, nee, mal 18 mal Eta durch Rho und WU Quadrat, also mal 18 Eta durch Delta Rho und durch WU Quadrat teilen. Dann haben wir dt Quadrat extra stehen. Ich nehme es mal auf die andere Seite. dt Quadrat ist gleich V-Punkt Luft mal 18 mal die dynamische Viskosität Eta durch 2 Pi Delta Rho und durch WU Quadrat, das lasse ich mal einzeln stehend, 1 durch WU Quadrat. Weil die Umfangsgeschwindigkeit zu bestimmen, das ist nicht ganz simpel. Alles andere ist relativ einfach. So, jetzt sehen wir hier schon mal eine Vereinfachung. 18 durch 2 können wir kürzen. Ergibt sich 9. 9. So. Wie geht es weiter? Jetzt könnten wir Wurzel ziehen. Ja, da haben wir dt ist gleich hier, da die Wurzel gezogen ist, 1 durch wu. Ich habe das jetzt mal gedreht, das Produkt. Mal Wurzel 9 mal V-Punkt Luft mal
die Viskosität, dynamische Viskosität durch Pi und Delta Rho. Ist hier mir was verloren gegangen? Ja, mir ist was verloren gegangen. Ich habe hier vergessen noch das mal H. Und hier muss auch noch das mal H. Also die Tauchrohrlänge ist wichtig. Jetzt haben wir es komplett. Ja, jetzt ist das Problem, wie kann ich diese Umfangsgeschwindigkeit definieren? Alles andere macht nicht so eine Mühe. Und wir erinnern uns nochmal an diese Wirbelsenkengleichung. Wirbelsenkengleichung, dass eben die Wirbelstärke C Wirbel sich aufteilt in die Umfangsgeschwindigkeit WU mal dem Radius, auf welchem sich gerade das befindet. Daraus könnten wir ja jetzt sagen, WU ist gleich C Wirbel durch R. So, wir hatten auch gesagt, die Wirbelstärke legt das gesamte Umfangsgeschwindigkeitsniveau fest. Könnten wir hier uns auch noch mal in Erinnerung bringen. Das hatte ich hier gezeichnet. Nehmen wir das mal als Bemerkung. Die Wirbelstärke C Wirbel legt die Höhe des gesamten WU-Spektrums fest. Was meine ich mit WU-Spektrum? Dass es eben hier Wmax ist und dann runtergeht oder von 0 bis dahin ansteigt. Jetzt können wir überlegen, wo haben wir das kleinste, die kleinste Umfangsgeschwindigkeit, weil wir überlegen ja immer, wo ist der technisch ungünstigste Ort. Kleinste WU haben wir ganz außen. Also an der Behälterwand bei RA, also mit R gleich RA Außenradius. Was ist der Außenradius? Das ist der Radius des zylindrischen Teils. So, und jetzt können wir unsere Gleichung hier verändern. Können wir also sagen, anstelle von 1 durch WU, hier ergänzen wir das mit RA und C Wirbel. Also sind wir jetzt bei dt ist gleich RA, weil wir müssen den Kehrwert nehmen von der Umfangsgeschwindigkeit, RA durch C Wirbel mal Wurzel 2 mal V.L mal Eta durch Dichtedifferenz und Pi und H. Okay, haben wir jetzt schon was. Und die Gleichung nutzt man schon mal für eine Aussage. Daraus folgt die Aussage. Jetzt gucken wir uns mal die Gleichung an. Das Teilchen, der Teilchendurchmesser, der soll ja so klein wie möglich sein. Wenn also der Außenradius groß ist, also der zylindrische Teil recht groß, dann werde ich ein kleines Trennkornteilchen haben. Aber bei einem großen Dichteunterschied, wie zum Beispiel beim Aerozyklon, kann ich auch einen größeren Außenradius haben. Aber beim Hydrozyklon, da ist der Dichteunterschied sehr gering zwischen Feststoff- und Flüssigkeitsdichte und da müssen die Außenradien sehr, sehr klein sein. Also ist proportional Apparate Radius
RA. Und auch proportional dem Volumenstrom. Wenn ich also viel auftrennen will, einen großen Volumenstrom auftrennen will durch einen Zyklon, dann werde ich eine große Trennkorngröße haben, weil das steht hier jetzt im Zähler. Auch wenn da noch eine Wurzel dazu ist, also auch proportional V.L. Und da kommen wir zur apparativen Gestaltung. Daraus folgt zur Abscheidung feiner Partikel. In den Unterlauf möglichst schlanke, hohe Bauform oder Ausführung, und die Volumenströme eventuell Aufteilung des Volumenstroms auf mehrere Zyklone in Parallelschaltung. Und zwar, das nennt man dann Multizyklonanlage. Da können Sie mal danach recherchieren. Oder Zyklonbatterie. Wem das noch nicht klar ist, da schreibe ich noch mal dazu, parallel geschaltet. Und wenn Sie das Glück haben, in die Stärkefabrik zu fahren, dann werden Sie dort solche Multizyklonanlagen sehen. Und zwar ist das wie von so einem Arm aus, gehen dann die verschiedenen, wird der Strom aufgeteilt, oft auf 20 kleine Zyklone. Und von diesen auch nochmal, von diese Multizyklonbatterie, davon gibt es wieder Hunderte in einem Raum, und dann ist es aufgesplittet. Und hier sehen wir das mal, diese ganz schlanke Bauform eines Hydrozyklons, und oft sind die nur so 10 cm hoch und haben einen Durchmesser, der so klein ist, und dann kann man eine sehr kleine Korngröße auch in den Unterlauf abtrennen. Ja, da sehen wir das. So, jetzt waren wir noch bei der Wirbelstärke, die haben wir nämlich noch nicht. Also RA ist ja jetzt auch was, was wir konstruktiv festgelegt haben. Aber wie groß ist denn jetzt die Wirbelstärke? Und jetzt kommt die nächste Aussage. Die Wirbelstärke C Wirbel wird durch die Eintrittsgeschwindigkeit, da kommen wir wieder hierhin, durch die Eintrittsgeschwindigkeit, und zwar die mittlere Eintrittsgeschwindigkeit, WE, W quer E, deswegen mittlere, und den Abstand RE, also Radius des Eintrittsstromes der Mittelstromlinie, von der Zyklonmitte, also der Abstand RE von der Zyklonmitte bestimmt. Also C Wirbel ist das Produkt aus mittlerer Eintrittsgeschwindigkeit mal Hebelarm. Das ist ein bisschen so, das ist die Kraft mal Hebelarm, und hier entspricht die Kraft
dem dynamischen Druck, den diese Eintrittsgeschwindigkeit erzeugt, und RE ist der Hebelarm. Jetzt gehe ich nochmal zurück in meine in der Präsentation. Nein, das war vorwärts. Jetzt gehe ich rückwärts. Hier ist das in der Draufsicht dargestellt. Das ist die Mittelstromlinie der mittleren Eintrittsgeschwindigkeit. Und hier haben wir den Abstand von der Mittelstromlinie bis zur Mitte des Zyklons. Hier. Wie kann ich die Eintrittsgeschwindigkeit groß gestalten, indem ich einen engen Querschnitt habe? Aber bei einem engen Querschnitt haben wir wieder einen großen Druckverlust, weil es wird ja was durchströmt. Wir sehen, sehr viele Sachen sind hier so zu berücksichtigen, aber jetzt sind wir tatsächlich bei der Formel, mit welcher wir die Berechnung der Trennkorngröße machen können. Was war unsere letzte Gleichung, die wir vorher hatten? Hier hatten wir das. Und jetzt haben wir dt ist gleich. Wenn jetzt c Wirbel die mittlere Eintrittsgeschwindigkeit ist, dann können wir also sagen, das ist 1 durch WE, die mittlere Eintrittsgeschwindigkeit, mal dem Verhältnis von Radius des Zylinders zur Eintrittsgeschwindigkeit, zum Eintrittsradius des Stromes, mal RE, mal Wurzel 9 mal V.L, mal der dynamischen Viskosität durch Delta Rho Pi und H. Das ist die Berechnungsformel, mit welcher wir die Trennkorngrößen bestimmen können für den Aerozyklon. Oh, Entschuldigung. Und da wir ja wissen, wie es hergeleitet wurde, kann ich das jetzt auch angeben für den Hydrozyklon. Das unterscheidet sich ja nur in der etwas größeren Grenzkornfläche. Ansonsten müsste das genauso lauten. dt ist gleich auch 1 durch WE, mittlere Eintrittsgeschwindigkeit, die ich aus der Durchflussgleichung berechnen kann. RA zu RE mal Wurzel. Und jetzt steht anstelle der 9 hier noch die 18 durch 2,3 mal Pi mal R. Ja, mal Pi mal H mal Delta Rho mal V-Punkt, jetzt ist der V-Punkt nicht der Luftstrom, sondern nur der, der in den Klarlauf geht, also mal V-Punkt 1 mal Eta. So. Jetzt möchte ich abschließend noch günstige geometrische Verhältnisse für Aerozyklone Ihnen hier mitteilen. Falls Sie mal tatsächlich in einem Betrieb landen, wo es noch Handwerker gibt, die selber solche Aerozyklone schweißen wollen. Das habe ich auch schon in Lebensmittelbetrieben erlebt. Günstige geometrische Verhältnisse für Aerozyklone. Da sollte das Radiusverhältnis des zylindrischen Teils RA zum Radius des Tauchrohres RI zwischen 2 bis 2,5 liegen. Also die Gesamthöhe des Zyklons bestehend aus zylindrischem und konischen Teil H gesamt durch zu dem Tauchrohrradius RI sollte so zwischen 14 bis 16 liegen, und die Eintauchtiefe des Tauchrohrs S, vielleicht gucken wir da hier noch mal hin, also das, was tatsächlich das Tauchrohr in den
zylindrischen Teil hineinragt, zu RI sollte zwischen 1,6 und 2,6 sein. Dann haben wir gesagt, wenn wir ein kleines Trendhornteilchen haben wollen, dann soll es eine schlanke, hohe Bauform haben. Aber mit einer schlanken, hohen Bauform nimmt auch der Druckverlust zu. Und deswegen abschließend noch so ein paar Sachen, wie so der Druckverlust ist. Also man kann erstmal sagen, gut, der Druckverlust bei der Durchströmung eines Zyklons, Delta P, das ist eigentlich wie beim Druckverlust beim Strömen durch eine Rohrleitung. Und wir können generell sagen, je dünner das Rohr ist, umso mehr nimmt der Druckverlust zu. Also Druckverlust Delta P nimmt mit zunehmender Schlankheit zu. Und jetzt wird bei den Bauformen auch in der Richtung optimiert. Was können wir erstmal generell sagen? Der Druckverlust Delta P durch ein Rohr ist proportional dem Staudruck. Und da bezieht man den Staudruck auf das, was man so einigermaßen bestimmen kann, nämlich am Eintrittsrohr hier, dass man sagt, okay, WE Quadrat, da kann man eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit bestimmen. Und jetzt mal der Rohhalbe. Und jetzt ist die Frage, welche Dichte? Jetzt sagt man, okay, hier geht ja die Suspension durch. Also Rohsuspension beim Aerozyklon wäre es einfach die Dichte der Luft. Die paar Staubpartikel, die erhöhen die Dichte nicht sehr stark. Mal dem Zeta-Wert. Das ist die Gleichung nach Darcy. Zeta-Wert, so ist generell der Druckverlust. Und jetzt sagt man für Aerozyklone, ja, für Aerozyklone, das habe ich aus dem Buch Kessler wieder. Zeta liegt, wenn es so normal betrieben wird, zwischen 5 und 15, der Zeta-Wert. Und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Staubes, das sollte so zwischen 20 und 25 Metern pro Sekunde liegen, also recht hoch für Aerozyklone. Für Strömungsgeschwindigkeiten in Wässern habe ich nichts, also im Hydrozyklon habe ich da keine Empfehlung gefunden, aber ich nehme mal an, das liegt auch bei den ökonomischen Geschwindigkeiten für eine Durchströmung eines Rohres, also um die von 1 bis 5 Meter pro Sekunde, niemals so hoch. Ja, was ist auch jetzt üblich, welche Druckverluste, übliche Druckverluste? Beim Aerozyklon, das habe ich aus dem Buch Schwister Leven. Liegen die zwischen 0,5 und 3 Kilopascal, also ziemlich gering. Und beim Hydrozyklon muss man viel größere Druckverluste aufbringen. Und zwar ist es üblich bis zu 500 Kilopascal. Also 5 bar. Hier könnten wir uns das auch noch mal übersetzen. Das wäre also bis 0,03 bar. Wäre das hier. Das sind so übliche Druckverluste. Ja, was möchte ich dann weiterführend mit Ihnen machen? Ich möchte es anwenden, und zwar die Übungsaufgabe Aerozyklon, die können Sie selber machen, da können Sie eine Trennkorngröße bestimmen. Und die Übung Hydrozyklon, die ist ein bisschen komplizierter, Auslegung eines Hydrozyklons. Da gehen wir auch nochmal auf die Druckverluste ein. Und da werden wir mal so einen optimalen Hydrozyklon mit einem vorgegebenen Druckverlust
berechnen. Hier ist eben angegeben, der Druckverlust soll maximal 2,5 Bar betragen. Das aber erst in der nächsten Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.